Und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Dieses Mal jedoch nicht direkt im Spiel, sondern erst einmal im Hauptmenü. Nämlich, ich habe mich seit dem letzten Mal mit Mods auseinandergesetzt und einige runtergeladen aus dem Workshop. Sieht man hier so eine ganze Liste. Beziehungsweise hier, das sind die Mods, die vier sind aus dem Workshop, das andere, was man hier noch so sieht, alle wo mit DP vorne dran sind, sind oder mit L2 sind alles nur Gebäude, damit es ein bisschen anders aussieht in der Stadt. So, dann machen wir den hier auch noch ein, den habe ich jetzt gerade eben rausgesucht. Dem einen hier ist wichtig, der tut uns die ganzen Achievements erlauben, auch wenn wir hier Mods anhaben. Der Extended Road Upgrade Tool, das macht ganz einfach, zeige ich dann jetzt im Spiel, dass wir aus normalen Straßen Einbahnstraßen machen können, beziehungsweise auch umgekehrt, das kann man nämlich normal nicht. Traffic Report Tool können wir uns auch gleich anschauen und das Extended Public Transport User Interface können wir uns auch gleich mal anschauen. Objekte, wie man hier sieht, das sind die ganzen Objekte und Gebäude, die ich mir so runtergeladen habe. Aber gut. Wir laden gleich mal ein Spiel, nämlich das hier. Wenn wir wollen ja da weitermachen. Ne? Hoffentlich war es jetzt das Richtige. Mist. Ich hätte mal ein wenig näher noch gucken sollen. Gut, währenddessen ist auch schon der erste Patch für Cities Skylines herausgekommen und jetzt hängt es oder was? Oh ne, geht weiter. Braucht anscheinend nur länger mit dem ganzen User Interface zu laden. So. Seit meiner letzten Aufnahme ist auch ein Patch rausgekommen, der einige Bugfixes behebt und Abstürze. Gut. Angekündigt ist jetzt neuerdings auch noch ein paar DLCs, beziehungsweise auch noch ein Tunnel-DLC. Also sie wollen, dass man nicht nur Brücken, sondern auch Tunnel bauen können, jetzt in nächster Zeit mal rausbringen. Das sind die Infos, die man aus dem Internet so rausfinden konnte. So, dann schauen wir uns mal Extended Road Upgrade Tool an. Das fügt hier diese beiden Button hinzu, die jetzt noch besser aussehen, seit ich sie das letzte Mal hatte. Also vor zwei Tagen sahen die noch anders aus. So. Jetzt, wenn wir hier sehen, wir bauen hier mal so eine normale Straße. Haben wir das so hier. Und jetzt, wenn wir die auf die Einbahnstraße upgraden wollen würden, würde das ohne Mod auf jeden Fall nicht gehen. Jetzt der Vorführeffekt, den wir den Mod installiert haben, geht das auch. Können aber natürlich mit dem Tool jetzt halt auch festlegen, in welche Richtung geht das, ne? Glaube ich neu, dass man das machen kann. Muss neu sein. Das muss doch neu sein. Das kann man schon gar nicht anders vorstellen. Wir haben sich mit dem Patch schon mit reingenommen. Die Verbesserung. So. Dann schauen wir uns das nächste Extended
Transport User Interface was, glaube ich. Das ist, können wir uns hier schauen, auf welchen Buslinien fahren wie viele Leute. Beziehungsweise wie viele Busse fahren, beziehungsweise wie viele Stops haben wir hier und wie viel ist es besetzt, der Bus. Das gleiche natürlich bei U-Bahn, Zug und so weiter natürlich. Ganz klar ist, was ich jetzt auch rausgefunden habe. Man kann die Linienfarbe der Linien ändern. Das kann man auch ohne Mod schon machen, also die Linienfarbe der einzelnen Buslinien ändern. Jetzt, wie man hier sieht, es ist jetzt schon ein wenig deutlicher bei den ganzen Buslinien. Den jetzt gemacht, jetzt habe ich wieder nur Busdepot platziert. Oh Gott, bin ich eine Pfeife jetzt momentan. So. Wie man hier sieht, sieht man jetzt schon von Weiben mehr oder weniger unterschiedliche Linien. Da kann man schon mal nicht verwechseln alles. Das gleiche geht natürlich auch bei den U-Bahnen, dass man da sagt, wenn ich die eine jetzt zum Beispiel rot, die andere blau, mehr oder weniger, und dann die nächste zum Beispiel. So, sieht man jetzt auch schon von beiden, das ist eine Linie, das ist wieder eine andere. Da schneiden sich mehrere. Sieht man ja. Was man jedoch nicht ganz so sieht, ist, wenn die direkt übereinander fahren, dann sind da nur die roten Pfeile bei den grünen Linien mit der. Also das ist noch nicht ganz so gut, da müssen sie noch ein wenig nachbessern, aber sonst passt das natürlich schon. So. Was natürlich noch neu ist, ist diese Button hier oben. Die können wir uns auch mal anschauen, da kann man zum Beispiel dieses Fahrzeug auswählen. Und wir sehen, welchen Weg fährt das Fahrzeug. Jetzt zum Beispiel neu. Oder wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir wählen das Straßenstück aus, dieses Straßenstück aus. Wir sehen jetzt, von wo überall aus kommen die Autos gefahren und wollen dahin. Beziehungsweise, wenn man es sich anschaut, die Linien bewegen sich ja, dann sieht man auch, in welche Richtungen sich alles bewegt. Ist zum Beispiel ganz clever zu sehen, dass man das bei dem Stück hier mal macht. Sieht man, da fahren so ziemlich alle irgendwie über das Stück. Also das heißt, das Eck da hinten fährt immer über diese Straße hier. Die werden wir jetzt mal auch demnächst umbauen müssen. Jetzt zum Beispiel einer der Punkte. Natürlich können wir jetzt auch sagen, wir wählen das Gebäude hier aus und sehen, wo kommen die Leute her, wo fahren sie hin und so weiter. Das ist eines der Features jetzt durch die Mods. Gut. Wie wollen wir weitermachen? Wir brauchen auf jeden Fall von alles neue Gebäude. Klar ist, wir brauchen hier auch eine Autobahn aufhören, und zwar in beide Richtungen.
da wir das hier anbinden wollen. Das war, dann müssen wir mal schauen, Strom haben wir noch genug. Wasser haben wir auch noch genug auf jeden Fall. Müll mal schauen. Auch noch ein neues Gebäude, weiß gar nicht, was das ist. Kostet 30.000. Okay, ist nur eine andere Form der Müllverbrennungsanlage. Die hier ist leer, das heißt, die wird jetzt auch entfernt. Neues Ziel, was ich nämlich habe, ist, wir entfernen alle Mülldeponien, weil die brauchen wir hier nicht mehr. Mehr oder weniger. Lassen wir mal weiterlaufen, gleich. Und mal die Gesundheit. Das Sorgung an Haie. Das sind natürlich jetzt auch überall neue Gebäude, die dazukommen. Arztpraxis kennen wir schon, das ist das andere Gebäude. Gibt es hier nochmal ein Krankenhaus und da. Sieht schon mal leicht anders aus, wie beim Krematorium. Gibt es auch noch anderes. Gleiche natürlich bei der Feuerwache. Natürlich auch beim Strom. Gibt's auch. Neue Gebäude. Aha, und sogar ein Bug. Ich könnte sogar theoretisch jetzt ein Atomkraftwerk bauen, wo wir es noch nicht freigeschalten haben. Okay, das ist natürlich schlecht. Aber gut. Da muss der Mod-Entwickler anscheinend noch besser. Gesundheit passt. Brandgefahr, gut, da müssen wir noch bessern. Ja, dieser wegen hoch. Das liegt da dran, da oben ist noch hoch und da drüben. Das müssen wir uns noch auf Feuerwehrhaus in der Gegend umgehen leisten. Weil das könnten wir mit der Feuerwache da oben auf jeden Fall mal nachjustieren. Die Stromleitung fliegt ja auch mal und dann können wir da Industriegebiete auf jeden Fall draus machen. Machen wir das auch zu Industriegebiet, weil brauchen wir so und so anscheinend mehr. Sie fordern mehr, sie kriegen mehr. Ich habe kein Problem damit. So. Brandgefahr ist noch recht hoch, dass wir da oben jetzt zurückgehen an demnächst. Dann passt das schon mal. So. Kriminalität, die ist gut. Die Bildung, die ist im Keller. Aber gut, das wissen wir. Die wissen wir ja, die wollen wir niedrig halten. Um Ungebildete auch zu bekommen. Doch die Oberschule gehört ausgebaut. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Oberschule.
wird immer noch nicht ausreichen. Eieiei. Darf man nur mehr noch besser? Na gut, ein bisschen müssen wir schon unter Budget noch bleiben. Gibt es natürlich jetzt auch noch einen neuen Bahnhof, wie man sieht. Ist jetzt etwas kleiner wie. Zu viel kleiner. Hatte es nur gedacht. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Einwohner, weil die fallen die ganze Zeit. Es ist mehr Einwohner los, die fallen. Schnell die Zufriedenheit anschauen. Die ist recht gut, muss man sagen. Was allerdings ganz klar ist, wir brauchen mehr Einwohner. Das heißt, das werden wir jetzt auf jeden Fall angehen. Nämlich die neue Autobahnauffahrt. Aus den Straßen auch Einbahnstraßen machen, ohne dass Kreuzungen entstehen. Es sind schon Einbahnstraßen, da entstehen trotzdem Kreuzungen. Dann brauchen wir hier natürlich, erstmal müssen wir die Autobahn auf jeden Fall wieder ausbauen. Mal gehört irgendwann sogar über dich, die vielleicht drüber ziehen. Das wäre die Frage, ob wir das nicht machen. Sogar. Gut, bin ich gerade aber auf der Uhr schon wieder gesehen. All das nicht wegen dieser, sondern es geht in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüss.